Das Filmprojekt Das verrückteste Ende der Welt hat natürlich nicht sein natürliches Ende gefunden. Der Grund, warum ich hier schon länger nichts mehr gepostet habe, liegt einfach daran, dass wir voriges Jahr den kompletten Film abgedreht haben. Inzwischen ist er auch fertig geschnitten. Jetzt befindet er sich in der Nachbearbeitungshölle, sprich er bekommt Visual Effects, Tonbearbeitung, Musik etc. 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 Was hier jetzt in den nächsten Wochen passieren wird, ist sozusagen ein What We Did Last Summer, ein Rückblick auf die Dreharbeiten im letzten Sommer. Beginnen tun wir allerdings mit der Fixierung des letzten Drehorts. Ich auf der Suche nach Drehorten, letzter Teil für Episode 3, die Sequenz mit dem Rechtsanwalt, der von Janosch und Mischowetz gespielt werden wird, habe ich eine Praxis gefunden, die alle Anforderungen mit sich bringt, die ich für den Film brauche. Und ich danke da an dieser Stelle Dieter Kieslinger, der uns jetzt die Verzeihung vorgestellt hat. Also dann komme ich gleich auf Teleportieren. Die beiden sind so nett und stellen mir ihre Steuerberatungspraxis zur Verfügung. Also es ist nicht ganz eine Rechtsanwaltpraxis, aber von der Location her, ihr werdet es dann im Film sehen, wirklich toll. Super viel Licht, super Ausblick. Wer dann im Film die Kamera ein bisschen rein, wird was zu sehen sein. Ja, und meine Frage an euch, ihr habt euch ein bisschen vom Film erzählt vorher. Was hat euch bewogen, mit den Drehort zur Verfügung zu stellen? Warum seid ihr so verrückt? Warum sind wir so verrückt? Eigentlich überrascht uns die Frage jetzt total, warum wir so verrückt sind. Wir sind grundsätzlich davon ausgegangen, dass es sich da um eine fachlich höchst seriöse Dokumentation handelt. Und, aber offensichtlich ist das jetzt doch nicht so. Haben wir die falschen Voraussetzungen gehabt? Ich glaube, wir sind falsch informiert worden. Das war schlecht. Aber trotzdem danke, jetzt können wir es nicht mehr zurücknehmen. Das ist schon besiegelt. Also, um hier auch eine Werbung zu machen, wer einen guten Steuerberater braucht, Adresse noch, dann finden euch die Leute. Wir sind in Seiersberg, 8054 Seiersberg, in der Haushammerstraße, in dem großen Turm, dem Uni-Credit-Tower, von weitem sichtbar in der Autobahn. Also, wer Steuerprobleme hat, draußen steht so ein schöner Spruch, Gott vergibt, das Finanzamt nicht, dann hat er hier die richtigen Partner gefunden.